Relegationshinspiel zwischen Hertha BSC und dem Hamburger Sportverein. Normalerweise sind die Relegationshinspiele ja immer etwas langweilig und zäh, weil keiner was riskieren möchte. Aber die Auswärtstorregel, sie zählt nicht mehr. Wie in den europäischen Wettbewerben ist es auch hier so. Und so konnte der HSV ebenso wie Hertha BSC offensiv und mutig rangehen. Die erste Chance ergab sich nach 5 Minuten nach einem Freistoß. Robert Glatzel, doch relativ weite Torentfernung. Da konnte man sich schon fragen, ist das nicht eigentlich eine Position für Sonny Kittel? Der hatte vielleicht auch erwartet, den Ball dort abgelegt zu bekommen. So ist es für Lotka kein Problem, den Ball zu halten. Aber man merkte nicht, dass der Hamburger SV der Zweitligist war. Es lief eben auch gut in den letzten Spielen. Die Hertha verpasste etliche Matchbälle, sich in der Klasse zu halten. 21. Minute. Reis aus der zweiten Reihe, der hat einen tollen Distanzschuss. Hier vergibt er knapp. Halbe Stunde gespielt, dann auch mal die Gastgeber. Es musste jetzt mehr kommen. Prince Boateng zu Ishak Belfodil und da zeigt sich dann doch mal die individuelle Qualität. Belfodil, der auch vom Punkt gegen Dortmund die Nerven behielt, machte das Halbzeit 1:0, das zur Halbstundenmarke fiel. Der HSV machte eigentlich ein gutes Spiel, war sogar die bessere Mannschaft, aber sie belohnten sich nicht. Dann Durchgang 2, besserer Beginn zunächst für die Hertha. Suat Serdars Schuss aber abgewehrt in Minute 49, sodass es auch nicht wirklich gefährlich wurde. Und nichtsdestotrotz, der HSV wurde jetzt mehr und mehr unter Druck gesetzt, bekam dann aber auch Platz in die Gegenrichtung, nämlich nach vorne. Glatzel sieht auf der Außenbahn Alidou umstritten, aber hat sich zuletzt wieder gefangen. Alidou mit der Hacke, Muhai mit der Flanke und Jatta mit dem Kopfball. 68. Minute, der 1:1 Ausgleich, zu diesem Zeitpunkt doch etwas überraschend, aber stark gesetzt. Der hat auch die Körpergröße, setzt sich da durch und kann den Ball gegen die Laufrichtung platzieren. Die Hertha war angestachelt. Zu Hause muss man eigentlich den Dreier holen. Im Volkspark willst du nicht mit einer Niederlage reingehen. Kevin Prince Boateng kommt erst nicht durch. Darida, Belfodil und Prince dann doch mit dem 2:1. 81. Minute, also noch einmal die Führung für Hertha BSC. Unachtsamkeit in der Hamburger Defensive. Der Hauptstadtclub wollte in der Nachspielzeit sogar noch einen drauflegen, die Chancen verbessern. Prince Boateng spielt einen cleveren Pass zu Richter, Belfodil in der Mitte mit dem vermeintlichen 3:1, aber der Ball von Prince, so gut er gespielt war, nicht mehr regelkonform, weil Richter im Abseits stand. Es blieb also beim 2:1. Trotzdem sogar etwas glücklich für die Hertha, weil der HSV ebenbürtig war, aber ein Tor Vorsprung. Das ist kein gutes, kein dickes Polster. Die Ausgangslage spricht für Hertha, aber im Volkspark, wie gesagt, kann alles passieren.